Und eine Frau hatte den Blutfluss 12 Jahre gehabt. Die hatte alle ihre Nahrung an die Ärzte gewandt und konnte von niemand geheilt werden. Die trat hinzu von hinten und rührte seines Kleides Saum an. Und alsbald stand ihr Blutfluss. Und Jesus sprach: Wer hat mich angerührt? Und die Kriegsknechte flochten eine Krone von Dornen und setzten sie auf sein Haupt. Da ging Jesus heraus und trug eine Dornenkrone und ein Purpurkleid. Und Pilatus spricht zu ihnen: Sehet, welch ein Mensch! Da ihn die hohen Priester und die Diener sahen, schrien sie und sprachen: Kreuzige, kreuzige! Da ging Petrus und der andere Jünger hinaus und kamen zum Grabe. Es liefen aber die zwei miteinander, und der andere Jünger lief voraus, schneller als Petrus, und kam zuerst zum Grabe, schaut hinein und sieht die leinenen Binden gelegt, er ging aber nicht hinein. Da kam Simon Petrus ihm nach und ging hinein in das Grab und sieht die Binden gelegt und das Schweißtuch, das Jesus um das Haupt gebunden war, nicht zu den Binden gelegt, sondern beiseits, zusammengewickelt an einen besonderen Ort. Da ging auch der andere Jünger hinein, der zuerst zum Grabe gekommen war, und sah und glaubte.